Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel... Dein Team möchte, dass du auf Stufe 3 antrittst. Das bedeutet eine neue Wagenklasse. Kannst du jetzt also mal die Schnauze halten, bitte? Danke. Ich habe vorhin schon aufgenommen, hier... Halt doch jetzt die Kusch, du! Alte... Piemann-Frau. Ich habe vorhin hier schon Touring-Car gespielt und wir haben jetzt genau das gleiche Problem wie in der Formel 1, dass das Spiel mal wieder versuchte, doppelt zu starten über Steam. Ich habe absolut keine Ahnung, Leute. Wisst ihr, was ich mal mache? Ich stelle mich mal wieder auf Offline. Wie ging das nochmal? Ah, da, Offline. So, mal gucken, ob es dann funktioniert, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir fahren hier Touring. Du hast letzte Saison alles richtig gemacht. Und nehmen wieder den habe ich vorhin schon mal genommen, da kriegen wir mehr. Motorsport hat dir ein Angebot gemacht. Der geht mir, die geht mir auf den Piss gerade. Gerade, weil ich jetzt euch was erzählen will. Und wir fahren hier so ein Pickup und das andere weiß ich nicht. Wir sind nur bis zum Pickup gekommen. Und ich hatte vorhin eigentlich die Qualifikation gefahren. Aber weil ich die Strecke jetzt kenne, fahren wir jetzt ohne Quali, würde ich sagen. Event 1 von 2. Auf jeden Fall könnt ihr mir das nochmal in die Kommentare schreiben, ob es für euch okay ist, wenn ich Qualifikation fahre. Oder ob das total scheiße ist, weil es langweilig ist. Weil... Wenn ich zum Beispiel neue Strecken fahre, im Moment richtig gehypt. Zeig es ihm. Würde ich gerne schon Qualifikation fahren. Aber das liegt ganz an euch. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann mache ich es auch nicht. Okay, wir gehen ab ins Rennen. Ich kenne die Strecke jetzt. Zumindest diese hier. Und wir werden dem Typen jetzt so richtig in den Arsch treten. Das ist unser Pickup. Sie sollen mindestens auf Rang 6 der Fahrerwertung stehen. Und sieht richtig nice aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sonst wäre ich voll in die Reihen gemasht, aber richtig. Tja, mein Teamkollege ist vorne. Hat nichts gesehen, Alter, was für eine Staubwolke. Finde ich natürlich schon wieder voll scheiße, dass wir genau denselben Fehler haben. Ich glaube, Codemaster ist auch der Entwickler von Formel 1, oder? Ja, auch. Und die haben genau den gleichen Fehler in dem Spiel drin. Alter! Du kriegst den Arsch nicht rumgelenkt, wenn sie hinten an deinem Arsch festhängen. Schäden, mehr nicht. Okay. Du hast Startplatz 10. Überhol ihn. Du hast noch 4 Runden. Alter! Das ist gar nicht einfach mit dem Auto. Ja, hier können wir auf jeden Fall nicht mit driften. Das da hinten sehen aus wie Ferraris vom Heck her. Wie so ein F40. Auf in Runde 2. Du fährst mit dem Hauptfeld mit. Ach, sag nicht sowas, Mäuschen. Ja, einen haben wir dadurch gekriegt. Nicht driften. Wir haben noch Zeit, Leute. Wir sind Sechster. Das war aber knapp. Das Auto gefällt mir, ne? Dieses Pickup-Fahren. Nur so richtig driften kannst du mit dem Ding nicht. Na komm!
Und weil bis September sowieso kein Formel 1 Rennen, kein anderes Rennspiel kommt, was ich so aus dem Kopf weiß, werde ich natürlich dieses hier komplett durchspielen mit euch. Und spätestens im September dann Formel 1 fahren. Wo ich im September aber noch 2 Wochen Urlaub mache. Nur zu eurer Info. Wahrscheinlich wird es dann... zwei Wochen keine Videos bei mir, das erste Mal auf dem Channel geben. Alter, das sind nämlich diese Lecks. Der versucht wieder dieses fucking Spiel zu starten. Ja, weil mein Rechner ist hiermit überhaupt nicht ausgelastet. Ich habe ja schon oft genug erzählt, was ich für einen Rechner habe. Und der lacht da völlig drüber. Und auch meine Festplatten zum Aufnehmen lachen da völlig drüber, weil die laufen schön fett im RAID-Verbund. Wer RAID-Verbund nicht kennt, das bedeutet, man fügt 2 Festplatten zusammen. Eine gute Festplatte heute schreibt 150 MB die Sekunde. Und man fügt die im RAID-Verbund zusammen und durch den RAID-Verbund kommt ja auf 300 bis 400 MB die Sekunde. Und ich habe die so zusammengefügt und das funktioniert richtig. Du kleines... Alter, jetzt haben wir aber richtig verloren. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Ja, ich werde nicht wieder zurückspulen. Ihr habt mir das ja in die Kommentare geschrieben, dass ihr das besser findet, ohne zurückspulen. Mach etwas Boden gut. Ja, ja, ich versuche es, Freundchen. Ich sollte die Traktionskontrolle ausstellen, echt Leute. Ich kann nicht richtig so um die Kurven heizen, wie ich das will. Das war nicht gut. Keine mechanischen Schäden, nur einige Dellen. Okay, den haben wir auch noch uns geholt. Das geht jetzt aber gerade zu einfach, gerade mal. Haben wir mal richtig Lack gehabt gerade. Ab wenn du rutschst, dann kommt der in so ein unterstes Drehzahlband und dadurch haben wir wirklich ein absolutes Problem, die Karre vernünftig rauszubeschleunigen. Na gut, Leute, mit diesem riesen Unfall und dann Platz 5 ist, glaube ich, ganz okay. Ach lol, ich hab gehört, das wäre der Schwarze da vorne gewesen. Teamintern hast du in der Fahrerwertung die Nase vorn. Ja. Teamkollege Platz 15 oder 16. Oh Leute, ey. 15 ist er geworden. Was für eine Lusche wieder. OMG. So ein kleines Mann. So, wir machen Rennen, Leute. Kommt. Ich brauche hier... Ich muss hier nach vorne mich schießen. So, mein Teamkollege startet von 1 und 2. Und stellen wir jetzt erstmal auf Angriff. Ein paar Plätze gut zu machen. Der macht jetzt erstmal Gas. Wie hier in eine Zange genommen werden. Alter, Leute. Komm.
Und heute Abend ist Fußball-WM. Fußball! Deutschland, Deutschland wird Brasilien in den Arsch treten. Hoffe ich mir. Ja, wenn dieses Video kommt, wisst ihr es schon. Ich noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber vom logischen Denken her denke ich schon. Eieiei. Oh, da haben wir ihn gut überholt. Da haben wir ihn gut überholt. Nur ein paar kosmetische Schäden, mehr nicht. Voll im Begrenzer. Du hast Startplatz 2. Fahr einfach vorbei. Du musst überholen. Noch 4 Runden. Dein Teamkollege ist Dritter und du liegst eine Sekunde vor ihm. Das wollte ich hören. Dein Eventrivale fährt derzeit im Hauptfeld. Im Hauptfeld? Warum kriege ich denn keinen Platz gesagt, Mann? Ich wollte nur mal Hallo sagen, dass ich da bin. Haben wir eine doofe Strafe gerade gekriegt? Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen Gas machen. Mein Teamkollege muss auf jeden Fall weiter pushen. Eieieiei. Es ist gar nicht einfach mit dem Auto zu fahren. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Das ist überhaupt nicht einfach. Weil du zusehen muss, dass er nicht rutscht. Ja, dann geht es gut. Aber wenn er anfängt zu rutschen... Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Den müssen wir jetzt immer wieder ein bisschen auf ausgeglichen fahren lassen, weil er wieder keine Kraft mehr hat oder was für... Ach, komm hier. Angriff. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Ach, ich lasse ihn auf ausgeglichen. Soll doch einfach selber fahren und mir auch nicht auf den Sack gehen, echt. Der geht mir ganz schnell auf den Piss. Guck mal, Sechster. Ich habe deinen Teamkollegen. Siebter, Sechster. Plätze gut zu machen. Siebter. Es ist echt eine absolute Lusche. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Ich bin der Schnellste. Willst du vorbei? Ja? Dann gib mir einen Krieg. Kriegst du mal einen kleinen Schubser. So, so macht ihr das nämlich auch mit mir. Jo. Oi. Jawolla. Jawolla, liebe Mami, wir fahren hier ganz schön schnell. Und wir fahren über Curbs und schleifen an der Mauer. Nee, doch nicht. Eieieiei. Also ich bin echt gespannt, wie das Fußball ausgeht heute Abend. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, wir gewinnen. Aber man weiß ja nie. Und das, was mit Neymar und so passiert ist, ist echt eine absolute Frechheit. Springt er den da so voll in den Rücken, ja? Klar, viele sagen, Sport gehört dazu. Nein, die Schiedsrichter, was die da in Brasilien machen, ist eine absolute Frechheit. Ja, die gehören alle eingesperrt. Die sollen das vermeiden, dass Menschen verletzt werden. Und sie unterstützen es sogar noch. Idioten. Echt. Ist gerade ein bisschen langweilig, findet ihr nicht? Unser Teamkollege ist Zehnter. Die Führung, letzte Runde. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Das hätte ich nicht machen dürfen mit Handbremse. Alter, müssen wir mal drauf achten, wenn ich vielleicht nochmal den ersten Gang schalte. Wenn der von erst in den zweiten schaltet, dann radiert das Ding hinten nochmal richtig fett durch am Arsch.
Gut, vom 4. und 5. nicht. Ich hätte gedacht, da würde der auch noch radieren. Nein, ehrlich gefragt, ob sie den BMW-Motor von G-Power da reingemacht haben. Kann man die Traktionskontrolle eigentlich nicht umstellen? Ich finde, die greift viel zu früh ein. Guck mal, die greift jetzt schon wieder ein, wo ich da schön durchdriften könnte mit dem Ding. Genau wie hier. Hier könntest du so schön durchziehen. Ja, da könnte man so eine schöne Rauchwolke entwickeln. Ja, unser Teamkollege hat es mal wieder richtig verkackt. Oder vielleicht auch wir, weil wir da immer dann rumspielen. Ich habe keine Ahnung. Daran dürfte dein Event-Rivale ein Weilchen knabbern. Toller ja. Ich habe euch gezeigt, was ich für ein Krösus bin. Was man von deinem Teamkollegen leider nicht behaupten kann. Nö, der stinkt nach Maggi. Der kommt mit Sicherheit aus Kölle. So, der ist 13. und ich bin 1. Konstrukteur sind wir jetzt auf den 3. hochgekommen. Naja, das ist schon mal gar nicht so schlecht, ja. Bing, 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 bing. Wir haben es geschafft, alle Ziele. Hier gibt es auch nochmal 14.740. Appa. So, Event 2 von 2 Rennen 2. Das wäre der Buend Hatch. Ja, ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Good Autosports. Mein Name ist Gabur und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Pickup fahren, oder? Nö, wir fahren dann andere Autos. Wir fahren dann ein Audi, so wie es aussieht. Könnte sein. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.